Nintendo presents Enix. Unser Planet besitzt zwei Seelen, ein äußeres und ein inneres Antlitz, eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. Terra Nigma. Und damit möchte ich euch auch herzlichst begrüßen zu meinem neuen Let's Play Projekt, das auch sehr viel später rauskommen wird, als wie ich es aufzeichne. Als wie war falsch, macht ja nichts, immer zweimal mehr wie du, ist ja auch nicht gerade richtig. Und trotzdem sagen das viele Menschen. Was gibt's dazu groß zu sagen? Wie ich gerade schon erwähnte, ich werde es jetzt zwar aufzeichnen, aber hochladen werde ich es dann wohl erst einige Zeit später. Und was passiert denn da noch? Ein Strudel mit Seelen oder Lichtpunkten. Was weiß ich, Funzel. Nennen wir sie Funzel. Das macht ein bisschen besoffen. Eine seltsame Kontinentkonstellation. Einer dieser Funzeln fliegt auf einen Thron zu. Ich liebe diese epische Musik. Scheint ein großes Gesicht. Was das wohl zu bedeuten mag. Heißt, bedeuten mag, warum immer. Creative Work. Dies ist übrigens unser Hauptprotagonist. Der heißt zwar nicht Quinton Co. Ltd. Sondern heißt ja eigentlich Arc, aber wir werden ihn nicht Arc nennen, weil das wäre Art Direction. Nein, das wäre ziemlich Kamui Fujiwara. Nein, auch der nicht. Was ich sagen wollte. M wollte ich sagen. Link, genau. Publisher ist natürlich die Enix Corporation, die gerade auch schon auf dem Hauptbildschirm zu sehen war. Was macht er denn da? Er jagt das Huhn in das Haus hinein.
scheint ein ziemlich böser Bube zu sein. Oh ja, ganz böse springt er mit den Kleinen umher. Was macht er denn jetzt? Oh, das kann er doch nicht einfach so machen. Der schöne Salat, der verpufft doch sofort. Und rein mit der Melone in den Fluss. Melone? War das eine Melone? Nein, das war ein Kürbis. Was erzähle ich denn hier? Doch nicht Melone. Meine Güte. Und da sind wir auch schon wieder am Anfangsbildschirm. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen hier nicht hin. Lass mich raus. Ich bin ein Star. Dankeschön. So. Was gibt's dazu noch groß zu sagen? Ja, dieses Spiel hat mich halt in meiner Kindheit lange begleitet. Ich weiß noch, ich habe es damals irgendwann mal zu Weihnachten bekommen, vermutlich war 96. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das Spiel ist ja von 96, aber kann auch sein, dass ich erst 97 bekommen habe. Na jedenfalls, wir nennen ihn nicht Ark, wir nennen ihn nach mir, wie wir nennen ihn Tung. Hallo, Tung. So, und wenn wir jetzt hier auf Ende drücken, dann beginnen wir auch schon ein neues Abenteuer mit unserem neuen Helden, Tung. Wollen wir mal anfangen, oder? Na dann los. Kapitel 1. Versunkene Kontinente. Dann wollen wir doch mal das Spiel beginnen. An unserem Bett ist unsere Freundin Melina. Scheinbar haben wir schlecht geträumt. Warum auch immer. Bin mir grad nicht sicher. Vermutlich hatte diese komischen Kugeln gesehen, oder? Nein. Nein, ich weiß was. Na jedenfalls, lasst uns erstmal hier lesen. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja. Den gleichen Traum wie jede Nacht. Ich träumte von Rainer Kallmund. Er war nackt. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt sich das Wetter deine Träume vergessen. Und damit verlässt uns unsere Freundin auch schon wieder. Wo ich weiß, dass die beiden zusammen sind? Naja, es gibt ja ein paar Leute, die sagen das. Und scheinbar scheint sie die einzige Frau hier im Dorf zu sein. Ich wollte schon gerade etwas Gemeineres sagen. Olle zum Beispiel. Aber, naja. Damit ist wohl die Population hier ziemlich gering. Na, Tung, hat Melina dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Eins sprach der Weise. Die Kristalle im Nebel sind die Träume der Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meint? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht weint die Oberwelt. Meint man die Oberwelt? Was bedeutet denn jetzt die Oberwelt? Wo sind wir hier? Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Ja, wir fahren total ab. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das jemals irgendjemand mal gesagt hat, ein Abfahrer. Aber scheinbar dachten die Leute damals, das wäre cool. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Tom. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Tom, meinst du, ich kann mir mal mit Melina ausgehen? Mit Melina ausleihen? Na klar kannst du diese nicht ausleihen. Und wenn du mit ihr ausgehst, mit ihr ausgehen wirst, dann wird dir ein blaues Wunder blühen, nämlich dieser Topf hier. Bam! Wow, du bist cool, Tom. Ja, ich bin total cool. Oh Mann, bin ich cool. Oh yeah. Word. Du Glücklicher, ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Tja, dann nimm dir doch die alte Bäuerin hier nebenan. Also nicht hier nebenan. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen, doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Haha, du Idiot. Was passiert denn da? Mein Monitor geht aus. Warum geht mein Monitor einfach aus?
anscheinend nicht erkennt, wenn ich hier mit meinem Controller herumdrücke. Also muss ich mal öfter die Maus bewegen. 18 Minuten. Hallo, Tung. Kannst du mir beim Kochen helfen? Gib mir den Krug da drüben. Er enthält Gewürze. Den Krug hier, ja? Willst du den haben? Ja, komm. Hier, ich geb ihn dir. Bam! In your face. Was soll das? Soll ich dich wieder in Kette legen? Oh, schnell weg hier. Ah, flee away. Okay. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Okay, diese blaue Tür hier. Hallo, Hilfe. Ist sehr seltsam. Mach sie mal auf. Schieb. Komm, schieb. Da ist jemand dran eingesperrt. Kriegen sie nicht auf. Das ist so schlecht. Tung, tritt näher. Also wir waren ja anscheinend nicht gerade sehr artig. Und ich glaube, dieser alte Mann will uns jetzt denen dann versohlen. Deswegen gehen wir lieber raus. Aber nein, da geht das Spiel nicht weiter. Also gehen wir rein und ja, tritt näher, ich weiß. Wir treten näher. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Die Hühner kamen von allein auf die Idee. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt, ja, aber... Genug jetzt! Schweig, geh und entschuldige dich auf der Stelle. Okay, Papi. Was ist denn das hier? Ein Bücherregal? Kann man mit dem Bücherregal irgendwas machen? Nein, natürlich nicht. Aber hier haben wir Truhen. Hallo, Truhen. Halt! Wer hat dir erlaubt, die Truhe zu berühren? Ich? Oder du? Ja, du hast es gerade eben gesagt. Tung, geh zu dieser Truhe und berühre sie. Ach Mann, ich geh schon. Sodele. Also, wir müssen in die Weberei und uns Entschuldigung. Entschuldigung, genau. Und hiermit sind wir erstmal in Krista. Was machen wir in Krista? Wir machen... Kristalle? Nein. Ja, das sind diese komischen Luftblasen. Oh mein Gott, sie werden uns alle töten. Ein Weg, was ist denn da? Ein Schild, das ich nicht angucken kann. Warum kann ich das Schild nicht angucken? Wir rennen mal. Ja, wir können rennen, springen, laufen und sogar mit dem Orakel reden. Tung, du? Ich werde dir in deine Zukunft schauen. Puff. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Ich sehe nicht daran, was an einer langen Reise schlimm ist. Vor allem, dieses Dorf hat keinen Ausgang, alte Schnepfe. Du Schachtel, du Dumme. Ach, die erzählt doch noch Müll. Ja, hier gibt es keinen Ausgang. Dieses Dorf ist von Wald umringt. Da ist ein Fischer. Ruhe, ich angle. Okay. La 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 la. La 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 la. Ich will niemanden auf die Nerven. Hallo, wer bist du? Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Ich sehe nur Seifenblasen. Ein Händler. Hallo, Händler. Händelst du mit mir? Willkommen, das konnte ich nicht mehr lesen. Und wir haben überhaupt kein Geld, also können wir auch nicht händeln. Naja, hier haben wir einen Brunnen. Was haben wir in dem Brunnen? Ja, in dem Brunnen haben wir nichts. Aber was ist hinter dem Brunnen? Hinter dem Brunnen auch nicht. Und was haben wir hier? Das sieht mir nach einem anderen Geschäft aus. Ein Magier. Kristalle bergen einzigartige Zauber in sich. Nur wie Magier verstehen es, dir Zauber in Ringen oder Medaillen zu bannen. Kristalle besitzen magische Kräfte. Bringst du sie mir, entfache ich ihre Kräfte und wandle sie in Zauber. Interessant, also müssen wir Kristalle finden, um zu zaubern.